Und wir sind in der neuen Folge. Ist das nicht schön? Und ich bin auch schon Clubmitglied des Konsortiums. Genau, dann müsst ihr jetzt auch rausgehen und da bei dem Siedlertypen den Siedlerbuff holen. Den braucht Gallia dann wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, weil ich habe da ganz viel offen. Teilweise offen und teilweise zu. Und das ist irgendwie in der Liste. Eine Anzeige dafür. Das erste, nee, das zweite ist Konsortium und das dritte ist Helfer Südlicht-Siedler. Bei genau. Das Geheimnis von Südlicht. Also einmal steht hier Südlicht-Getreue. 13 von 25. Das ist das erste. Jetzt gehen wir mal auf Nummer 2. Clubmitglied des Konsortiums steht bei mir 1. Abgeschlossen. Ja, dann hast du das fertig. Dann müsst ihr jetzt auf das dritte gucken. Helfer der Südlicht-Siedler. Und da dürfte dir noch was fehlen. Ja, da fehlt bei mir auch. Genau, dann redet hier mit dem Siedler-Verhandlungsführer, der gibt euch den Siedler-Hilfe-Buff und dann zählen alle Events, die wir mit dem Buff machen, für die Siedler-Erfolge. Und wenn man das auch voll hat, dann empfiehlt es sich je nachdem wieder auf den anderen Buff zu gehen, weil man dann mehr Geld kriegt. Echt? Sowas weiß der Brausewind schon. Ja, geht doch mal auf das Buff drauf. Erhöht magisches Gespür und der andere erhöht dann Geld oder wie? Auf Gold. Ich nehme auf jeden Fall dann aber magisches Gespür. Ja, weil dann kriegt man ja bessere Drops und dann kriegt man auch mehr Geld, nicht? Ja, oder eben coole Sachen. Und ich möchte mich nochmal bedanken an dieser Stelle dafür, dass ihr so herrlich mir immer alles erklärt. Machen wir doch gerne. Super! Das sind heute eigentlich die täglichen Events. Aha, aha. Ja, deine Aufgabe war es heute, erkläre in aller Seelenruhe auch Leuten, die es nicht verstehen, zum dritten Mal bitte, wie diese Events funktionieren. Du hast gewonnen. Diesen Erfolg hast du abgeschlossen. Juhu. Das tägliche Event? Also wenn du mit mir unterwegs bist, ist das ein tägliches Event. Also... Wer hat das im Ringomelett wandert? Jetzt ist da ja, Reisleiter. Einfach zunächst Geschichte, irgendwas mit einem kleinen Inselchen. Ich gehe mal in Richtung meinen Reiseleiter. Der steht dann noch hier mittendrin. Ja. Oh, ein Stein. Der schade, ist jetzt dafür Ascalon sind. Ah, warte. Und ich kann ja jetzt das Omelett essen, oder? Wenn du Level 75 bist, du bist 80, also kannst du das Omelett essen. Ich hab gar kein Omelett gekriegt, glaube ich. Du musstest das bei der kaufen. Guck mal, ob die dir das also. Jetzt... Aber ich glaube, jetzt ist das Event ja wieder in dem anderen Step drin. Egal, dann gehe ich das nächste Mal hier hin, die kann man ja hinporten. Ja, genau. Ja, jetzt gehen wir mal wieder runter hier. Verwirrung nicht, kommt mit. Dass ich das immer sagen muss. Ehrlich, ey, jetzt denkt doch mal mit, Leute. Noch eben die Passionsblume mit. Schön vergessen. Oh, ich habe aber 2 Maracujas gekriegt von der Passionsblume. Ja, das ist botanisch so korrekt? Eigentlich nicht, aber. Ja, was dachtest du denn, wo die Maracuja dran wächst? Etwa am Maracuja-Baum? Ich dachte, die wächst bei Rewe. So, jetzt muss ich mich eben auf der Karte versuchen zu orientieren, obwohl das, was ich haben will, auf der Karte ja gar nicht drauf ist. Da ist von einem Inselchen die Rede, in der südlichen Straße. Da werden wir wohl ein Stück schwimmen müssen. Ist das vielleicht die Schatzinsel? Nein, da ist es halt nicht die Schatzinsel. Okay, schon verstanden. Ja, wie sollen wir es wissen? Oh, Thunfisch. Echt? Lecker. Mit Delfinen. Ja, sicher, ne? Thunfisch. Das ist mal Flipper. Hier ist die südliche Straße und hier ist das Inselchen. Nehme ich mal an. Ja, aber eben. Nein, das Inselchen irgendwie... kommt noch weiter vor. Das ist. Estland, also.
Das ist Festland, so. Das ist aber Festland. Oh, das ist nicht quasi ist das schon Caledonwald. Ja. Oben ist doch das Inselchen. Ach, ist das hier schön. So, und da muss man irgendwie hochkommen. Also ich bin da 30 Mal rumgelaufen, hab dann hier unten mit diesen Kackers gekämpft und dann tat sich auf einmal, nachdem die Brutmutter erledigt war, so ein Porterfeld auf. Und da musste man reinhupfen und dann kam man oben auf die Insel. Ja, mit wem müssen wir jetzt umkloppen? Brausewind, das könnte ich dir jetzt erklären, aber... Ja, lass uns mal hier den... Das weiß ich nämlich. Das hier ist das Jumping Puzzle. Und weil das so mega schwer ist, stehen da öfters oben solche Mesma, die dann freundlicherweise die Leute, die unten sind, mit dem Portal nach oben holen. Ach, dann war das nur Zufall. Genau. Ja, aber irgendwo ist ja ein Inselchen, wo man eine Probe entnehmen muss. Ne? Ja, das ist mit dem Jumping-Puzzle. Also. Vielleicht haben wir ja Glück, wir gehen mal da irgendwo auch hin und werden vielleicht auch von einem freundlichen Messmer hochgeholt. Das wäre ja. Wie wäre denn der Weg sonst? Ja, den kann ich euch einmal zeigen, den Weg. Wir können ja auch mit den Freunden des Jumping-Puzzles mal eine Folge Jumping-Puzzle machen. Dann gucken wir die uns mal in Ruhe an. Und die Leute, die dann ganz hibbelig werden, die werden nicht damit... Da oben ist auf jeden Fall eine Frucht, die man holen muss. Das habe ich schon gesehen. Ja, das ist alles nur durch das Jumping Puzzle erreichbar. Ich rate euch, hier vor mir ist Kioran. Und wenn es jemanden gibt, der das wirklich weiß, wie das geht, dann... Ich rate euch nicht, in dieses Schiff hier reinzuhupfen. Dann war das immer Kioran. Wenn ihr da jetzt hinrennt, dann rennt ihr zum Anfang des Jumping Puzzles. Aber das machen wir ja sowieso nicht. Wenn ihr da hoch wollt, müssen wir hier bleiben und auf den Messmer warten. Ja, aber lass einmal das Jumping Puzzle gucken, dann wissen sie schon, wo sie den Grauen fahren. Aber da oben, das ist natürlich auch recht. Hier vorne ist ein Punkt. Oh. Kommt schon gut, wir. Zwar hier in eine dieser komischen Moment, ich muss eben erst den Zongul aufheben. Wir sind hier. Ihr müsst vorne mal bitte anhalten. Anhalten. Oh, ich muss mich nochmal umskillen. Irgendwas ist hier falsch. Ich meine, es ist Level 80er Gebiet, ne? Also man ist nicht so stark, als wäre man jetzt hier im Königental unterwegs. Ja, ich bin aber 80. So, hier vorne, hier ist eine eurer... Hallo, nicht so weit rennen. Hier in dem Nebel, da steht eine Blume drin. Oh. Mehr los. Jawohl. Mann, ich hasse dieses Zeug hier. Ich finde ja den Effekt, der sieht so cool aus, wenn man diese Einser-Fähigkeit vom Probensammler macht. So, und hier auf der linken Seite, da seht ihr solche... Oh cool, und wer ist das? Ist das ein Messmer? Nein. Der Messmer müsste da hinten stehen, wo wir vor 5 Minuten waren. Oder er versucht gerade da hinzukommen. Nur zu zeigen... Wie das hier geht. Auf diesen. Moment, ich bin noch nicht da. Warte, bis die Kamera hier ist. So. Die Kamera ist da. Ja, da kommen ab und zu solche Steine raus. Und sobald wir die gesetzt haben, kann man da drauf hupfen. Und dann muss man sich den ganzen Weg weiter hupfen. Ja. Moment, wann? Sobald die Dampf ausstoßen, kommt man da drauf? Nein, ja, wenn... sobald die sich in der Luft hängen. Die senken sich wieder und bilden dann so eine Platte. Dann drauf. Und schnell, weil die gehen nach kurzer Zeit wieder weg. Ja, okay. Das könnt ihr ja mal ausprobieren, aber wie gesagt, also ich habe da für mich keine Chance und ich werde es auch nicht weiter versuchen. Ich werde da jetzt auch nicht alleine jetzt hier entlang rennen ohne euch, das ja auch. Also das machen wir dann in der Special-Folge, wo wir uns mal Jumping-Puzzle vornehmen. Aber ich habe das Prinzip hier, glaube ich, erkannt. Ah, ich hab's auch erkannt. Kann man sich da nicht einfach draufstellen und dann warten, dass die Dinger hochgehen und dann landen. Oh. Dann explodiert man. Ja, ich sehe es gerade. Ich wurde auch schon weggeschubst.
Okay. Galia, du musst es nicht versuchen, du fliegst sowieso beim Mädchen. Ja, lass es doch ruhig versuchen, also. Ich hab's auch versucht und gedacht, in dem Zustand da hochzukommen, aber. Und jetzt. Puff, ja. Mir brennt der Arsch. Also muss man wirklich genau, wie ich das gerade gemacht habe, wenn das Ding gerade ist, dann drüber hüpfen einmal. Ah, Zongul hat das ganz geschickt gemacht. Zongul, da wo du jetzt bist ungefähr, jetzt da ist eine Pausenstation, genau. Ja genau, da stand ich auch gerade schon. Aber wie gesagt, lass uns das mal in einer Special-Folge machen, weil wir können ja jetzt nicht den anderen, die lassen wir da unten stehen und wir gehen dann, gucken uns jetzt das Jumping-Pass an, beziehungsweise... Krumm. Auf der anderen Seite vom Berg ist eine Wegmarke. Dom, ganz hervorragend, wie du da rübergehopst bist. So. Ja, wie ein Profi. Ich wette, Tioran macht das auch mit links. Ich glaube, mein weitester Versuch war bis hier, wo Galia jetzt steht, da wo ich jetzt stehe. So, hast du was? Sag bitte nochmal. Auf der anderen Seite vom Berg ist eine Wegmarke, die habe ich mir gerade schon geholt. Wenn ihr im Chat guckt, da unten steht gerade 3 Min JP-Port. Ja, in 3 Minuten werden wir geportet. Das war 39, das ist schon 2 Minuten rum. Wo ist der denn? Da an der Insel, wo wir vorhin waren und hoch wollten. Also schaffen wir das nicht mehr, oder? Nee, das, und wo ist die Wegmarke? Die holen wir uns jetzt hier, wo Haslo ist. Ja, da müssen wir glaube ich einmal rumlaufen, da kommen wir. Nee, man kommt hoch, also das geht schon. Oh, da man kann auch rumlaufen. Hier sind Siedler, die Ärger machen. Hallo, was soll denn das? Oh, ich bin im Kreis. Irgendwie nimmt er hier keinen. Ah, jetzt ist er freundlich. Siedlerin, okay. Silber! Ich habe überhaupt nichts gekriegt, das ist ja witzig. Hier ist ein Beutel. Oh. Den ich gekriegt hatte. Da wo ich gesprungen bin, war der. Auch ein Beutel. Und ich habe auch ein. Ne, Moment, da oben Gold. Ist doch ein Beutel. Den will ich. Das ist meiner, hallo. Beutel. Beutelchen. Hier lacht er irgendwo im Wasser. Ach, für mich ein Beutel. Also muss man die hier ansprechen mit dem Sternchen oder nicht? Das wenn ist man, wenn man den Buff braucht. Ha, ich hab wenn man den Buff braucht oder ändern will. Genau. Aber du hast ja schon den richtigen. Hier ist auch so ein Memorandum, da kann man mal lesen. Moment. Galia, Siedler. Okay, du hast den richtigen. Und kann das sein, dass auf dieser Seite auch so ein... Ja, da sind doch auch so Sprung... Ja, aber ich glaube, da kommt man nicht hoch. Die Folge neigt sich jetzt auch langsam dem Ende entgegen. Da will ich doch mal mit euch absprechen, wie lange wollen wir denn jetzt noch in dieser Session aufnehmen. Also ich sag mal, wir räumen hier noch den Ort auf und dann machen wir für heute Schluss. Also fangen wir noch eine neue Folge an oder nicht? Das ist mir egal. Viertel vor 11, ne? Ich glaube, es ist die richtige Zeit, um ein Figürchen hier stehen zu lassen. Ja, vielleicht können wir in der nächsten Aufnahmesession das dann wirklich angehen, dass wir gucken, einen Mesmer irgendwie bestechen, dass der uns da hochholt. Dann können wir das Jumping Puzzle quasi noch ercheaten und irgendwann machen wir eine Special-Folge mit den Jumping Puzzle All-Stars und holen uns das dann nochmal auf dem legitimen Weg. Okay. Gut, also dann das wird aber ganz bestimmt genauso lange Akt wie dieses eine Jumping-Puzzle, wo ich mir da glücklicherweise unten die Lady stand, die uns immer zum Leben erweckt hat. Also wir werden uns dann vornehmen, Provinz Metrica, dieses hier, Tjora, noch irgendwelche interessanten Jumping-Puzzle, die dir gerade so einfallen, die man sich dann vornehmen könnte? Das mit den Greifen haben wir ja schon mal gemacht. Tjora, fällt dir auch nichts ein? Okay. Also auf dem Festland sind ganz bestimmt noch 30 Jumping-Puzzle, die wir noch machen können. Also es gibt noch eins, das ist unter Wasser, das ich mal entdeckt habe. Da war ich ganz verwirrt und Joran klärte mich auf, dies wäre auch ein Jumping-Puzzle, nämlich unter Wasser auf der Karte Eisklamm. Schaufler-Schreckklippen noch. Schaufler-Schreckklippen. Ah.
Also, wir haben da einiges zu tun. So ein Jumping-Puzzle haben wir ganz bestimmt noch 20 Stück, die wir offen haben. Ja, aber das ist ja jetzt nichts, was wir sofort und auf der Stelle machen müssen. Ich denke mal, beim nächsten Mal machen wir erstmal hier dieses Südlicht-Event weiter. Wie viel, Dann beenden wir jetzt erstmal hier die Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.